Hallo, mein Name ist Sandra Krämer und ich bin Kunsthistorikerin am Institut für aktuelle Kunst im Saarland. Das ist eine Forschungseinrichtung, die sich dem aktuellen regionalen Kunstgeschehen widmet. Wir haben einen Datensatz ausgewählt, der die Kunstwerke Joensweilers im öffentlichen Raum zeigt. Das ist exemplarisch für die Forschungsarbeit der Einrichtung, weil wir in direkter Interaktion mit dem Künstler arbeiten. Wir haben Fotos zusammengestellt, Quellenmaterial, Beschreibungen, Texte und Statements des Künstlers. Joensweiler definiert den öffentlichen Raum als soziales Gebilde, innerhalb dem Menschen agieren. Und innerhalb diesem Raum entfaltet sich sein Werk. Deshalb wäre eine interaktive Umsetzung wünschenswert, die den Rezipienten mit einbindet. Zum Beispiel könnten wir uns gut eine kunstpädagogische Anwendung für Kinder und Jugendliche vorstellen.